Luxus kommt nicht mehr allein gegen die Schneemassen an. Auf vielen Nebenstraßen liegt der Schnee bis zu 1,5 Meter hoch. Für Krankenwagen wäre hier im Ernstfall kein Durchkommen. Hans-Werner Joxis und seine Kollegen arbeiten auf Hochtouren. Jetzt haben wir alle Hände voll zu tun. Mit 2 Radladern sind wir unterwegs, 2 Unimog, 2 Trecker und ein Kleinfahrzeug noch für die Fußwege. Wie viele Kilometer er in den vergangenen Wochen geräumt hat, kann er nicht mehr zählen. Am Mittag in Blankensee am Flughafen Stillstand. Immer noch. Seit gestern 17 Uhr fliegen hier keine Maschinen mehr. Der Grund: eine 2 Zentimeter dicke Eisschicht auf dem Rollfeld. Hunderte Passagiere warteten vergebens. Um 15 Uhr dann wieder der erste Start. Diese Maschine hätte schon gestern um 17 Uhr in die Luft gehen sollen. Ohne Fräse war auf Fehmarn auch am Nachmittag noch kein Durchkommen, zumindest auf den Nebenstrecken. Mehr als ein Drittel aller Gemeindestraßen waren nicht befahrbar. 30 Zentimeter Neuschnee und Böen bis Windstärke 8. Seit 4 Wochen Ausnahmezustand auf Fehmarn. Und mein Bauhof ist praktisch seit 30 Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Also mit 2 Personalbesatzungen, 24 Stunden. Also alle 8 Stunden wechselt die Schicht. Wir sind so hart an der Leistungsgrenze. Wenn dann auch noch ein Radlader den anderen aus den Schneemassen befreien muss, wird es extrem schwierig. Trotzdem soll hier bis zum Abend jede Gemeinde wieder erreichbar sein. Und wir reden noch mal mit Andreas Beck vom Deutschen Wetterdienst.